Ja, hallo und herzlich willkommen zum 53. Beitrag. Hier ist er, der Henschel-Wegmann-Zug mit der Dampflok. Heute soll es mal um das Thema gehen zur Dampflok. Ihr seht, hier fährt der Zug. Ich versuche jetzt, dass wir mal eine Runde hinbekommen und ich werde euch einfach ein bisschen was dazu erklären, zu der ganzen Sache und zum ganzen Aufbau. Von vornherein, ich bin nicht ganz so zufrieden vom Fahrverhalten von dem ganzen Modell. Als reines Standmodell fährt die Lok oder schaut die Lok ganz gut aus. Von den Fahreigenschaften her ist es nicht sehr gut gemacht. In den R40-Kurven hat sie massive Probleme, sie bremst total ab. Das ist jetzt eine R56er, da funktioniert es ganz gut. Teilweise springt sie aus den Schienen raus, wie jetzt hier zu sehen ist. Jetzt werde ich mal anhalten. Macht sie Probleme. Warum das so ist, zeige ich euch gleich. Jetzt drücke ich sie wieder rein und wir fahren weiter. Wie gesagt, viermal, oder Stufe 4 ist es. Ich gehe jetzt auf 1, 2, 3, 4 mal drücke ich drauf. Ich habe zwei Motoren jetzt eingebaut in die Lok, damit sie überhaupt halbwegs fährt. Wir schauen mal jetzt hierher, wie sie aus dem Tunnel rauskommt. Und ihr seht auch hier, sie in den langsamen Kurven total, oder in den R40-Radien sehr langsam wird. Und wenn wir jetzt mal hier hinten reingucken, auch hier halt um die Kurve rum wird sie dann doch sehr schwach und braucht sehr viel Kraft. Das Ganze liegt jetzt daran, wie das Ganze oder wie der Aufbau der Lok ist und wie die Geometrie ist von den Achsen und von den Aufhängungen. Bei meiner ersten Testfahrt, die ich gemacht habe, hatte ich nur einen Motor drin, die Original Bluebricks Räder drauf. Da hat also der ganze Zug ist hier nicht mal den Berg hochgekommen. Die Räder haben durchgedreht, die Traktion hat gefehlt vom Fahren her. Es war nicht sonderlich prickelnd. Dann habe ich die Lok umgebaut. Ich habe einen zweiten Motor reingemacht. Ich habe andere O-Ringe auf die Räder drauf, damit das Ganze halbwegs fährt. Mit nur einem Motor kommen die Lok und der Zug überhaupt nicht um die R40-Radien rum. Da wird das Ganze so langsam, dass es gar nicht mehr anzuschauen ist. Ja, ich habe ein wenig das Gefühl gehabt, der Zug, die Lok, die stirbt jetzt ab. Und auch hier, wie gesagt, man sieht, wie langsam das Ganze dann wird. Es ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich. Ja, wie gesagt, im ersten Stopp mit einem Motor, im zweiten dann mit zwei Motoren. Jetzt schauen wir mal, ob sie hier wieder rausspringt aus der Schiene. Ansonsten wird sich der Zug ja schön ansehen lassen. Ja, diesmal hat sie es geschafft. Er ist vom Design her gut gemacht. Der Aufbau allerdings wieder ist nicht so schön von dem Ganzen. Jetzt fahren wir noch eine Runde, fahre den Berg wieder hoch. Dann bleibe ich oben am Bahnhof mal stehen. Und dann werden wir einfach mal in die Lok reinschauen, was ich denn gebaut habe und was ich denn so gemacht habe. Also ich sehe schon, das Ganze quält sich wirklich sehr. Und jetzt habe ich nur drei Waggons dann. Normalerweise gehören an den Zug vier Waggons hingehängt. Und ich denke, mit vier Waggons hat die Lok keine Chance mehr, das Ganze zu ziehen. Auch jetzt hier hinten wieder ein Berg rauf. Es ist sehr mühsam. Und es kostet unwahrscheinlich viel Kraft für die Motoren, das überhaupt zu bewältigen. Jetzt langsam nimmt es wieder ein bisschen Fahrt auf. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt außen ja die R56 Radien habe. Da funktioniert das Ganze halbwegs. Ja, fahren wir noch in den Bahnhof rein. Und dann bleibe ich jetzt mal hier stehen. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an, wie das gemacht wurde. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles und man sieht es dann auch alles auf der Kamera, so wie ich mir das vorstelle. Okay, ja,
Knackpunkte. Es gibt ja schon einige Reviews dazu vom Aufbau selber her. Ich habe jetzt hier oben schon mal umgebaut. Ich habe hier die Batteriebox tiefer gesetzt. Ich habe hier den Deckel oben drauf anders gebaut, um das Ganze einfach abnehmen zu können und draufzusetzen, weil es beim Originalbauen nicht so ganz hingehaut hat. Das ist runtergefallen. Lassen wir es liegen. War nicht so toll. Vom Verbauen her hat es bei den anderen Reviews immer gegeben, dass es hier massive Probleme gibt, dieses Unterteil hinzusetzen. Das kann ich euch, jetzt habe ich es, wir haben es nicht, glaube ich, nicht drauf. So machen wir es. Also wie gesagt, das Unterteil hier hinzusetzen hat es bei vielen Probleme gegeben vom Verbau. Ich habe jetzt festgestellt beim Bauen, es liegt an diesen 1x2 Plates, die hier eingebaut werden sollen. Und zwar ist auf der einen Seite, wo der Durchgang fürs Kabel gedacht ist, sind 1x2 Steine drin und da sind oben diese Plates drauf. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist diese Plate nicht drauf. Das heißt, wenn ich nach Bauanleitung die Dinger drauf machen tue, ist das Ganze hier krumm. Und wenn ich dann zusammenstecken will, drückt es hier den ganzen Aufbau nach oben und dann fällt das Ding auseinander. Passiert beim Bau ohne Motoren und mit Motoren. Also wie gesagt, die Dinger, die müssen raus, die zwei hier. So, dann ist noch ein Baustipp drin, was ich auch ganz verwunderlich finde. Wir haben ja diese normalen Drehteller. Erst habe ich gedacht, oh, die Lagerung ist cool, ist mit zwei solchen runden Teilen gebaut. Ich kann das mal kurz auseinander machen. Wie gesagt, diese zwei runden Teile drin, Round Plates. Und dann wird es hier drauf gesteckt. Was aber scheinbar der Designer nicht berücksichtigt hat, wenn ich das da drauf stecke, dann ist oben das Teil immer unter Spannung. Und wenn das immer unter Spannung steht, habe ich hier so einen großen Drehwiderstand, dass wenn ich in die Kurven reinfahre, das Ganze blockiert und dann in engen Kurvenradien einfach Probleme macht. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe dann nur eine Blade reingesetzt, dann lässt sich das Ganze auch wieder schön drehen. So soll es eigentlich sein. Und ich habe dann entsprechend vorne und hinten ein 1x2 Blade drauf gemacht und habe das wieder festgemacht, um das hier zu entspannen, das Ganze. Wie gesagt, die Variante mit den beiden Round Planes, ganz schlimm, keine gute Fahreigenschaften. Und ihr seht schon von dem, was ich erklärt habe, ich habe hier unwahrscheinlich viel probiert und unwahrscheinlich viele Runden gedreht, um das Ganze hier halbwegs vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Ich werde jetzt noch stückweise ein bisschen Sachen wegnehmen von der Lok, damit ihr wisst, wovon ich rede. Dann weiter, die Kabelführung. Wir brauchen für einen R40-Radius einen Einschlag, der so weit reingeht. Jetzt hoffe ich, man sieht es. Dann hängt natürlich das Kabel und es blockiert hier unten. Ist natürlich dann klar, wenn ich um die Kurve fahre, es Probleme gibt, wie jetzt es vorhin die Lok rausspringt aus dem Gleisen, was passieren kann. Ist nicht das Wahre, ist nicht das Gelbe von Ei. Es ist auch nicht geplant, einen zweiten Motor reinzubauen. Wenn ich aber nur einen Motor reinbaue, ist keine Chance, einen Zug über einen Hügel oder einen Berg zu ziehen. Das mag dann auf der geraden Strecke noch halbwegs funktionieren, macht aber in den R40-Radien so große Probleme, dass es dann auch keinen Spaß macht zu fahren. Man muss dann ständig raufregeln, runterregeln und selbst da kann es passieren, dass der Motor stehen bleibt und nichts mehr geht. Ja, wie gesagt, dann das nächste Ding ist das Kabel, wenn ich einen zweiten Motor reinschiebe. Es ist eigentlich zu kurz. Es ist zu kurz, deshalb ist es hier auch gespannt, also funktioniert es vom Drehen her schon wieder nicht. Das heißt, ich müsste die Batteriebox, die jetzt hier drin vorgesehen ist, anders reinsetzen. Ich mache das jetzt mal ab. Wie gesagt, nach und nach zerlege ich das Ganze. Das heißt, da ist ein Sitz drin, da sind Bauteile drin, das müsste alles raus. Die Batteriebox müsste hier drin stehen, Anschluss für die Kabel dann mittig drin. Dann könnte es funktionieren. Bin ich jetzt am Überlegen, das vielleicht nochmal so zu bauen. Weiter einen Schritt. Ich habe jetzt hier oben ist eine Blade drin mit 2x4 und unten drunter sind 1x2 Steine und dann lang ein 1x4 Stein. Warum habe ich das gemacht? Da kommt dann jetzt wieder das Zusammenbauen von unten mit diesen Blades, was ich erwähnt habe. Wenn wir den Unterbau hinbauen, dann passiert Folgendes. Oder andersrum gesagt, machen wir so.
Diese Steine hier, die 1x6 Steine, die sind im Original nicht drin. Das heißt, ich habe hier diese 1x4 Blade, wo normal damit dran hängt. Und dann habe ich hier diese 1x2 Steine. Und dann drückt das Ganze hier, wenn ich das raufschieben tue, nach oben weg. Dadurch kommt die ganze Instabilität von dem Ganzen. Um das wieder abzufangen, habe ich oben als Gegenstück die Steine eingefügt und halte das mit dem Dach fest zusammen. Und dann kann ich beim Montieren das Zeug vernünftig zusammenbauen. Also war auch da nicht richtig durchdacht. Und dann habe ich auch hier in dem Teil angepasst. Normalerweise sind hier 1x2 Steine drin, die dann hier hingebaut werden. Also die 1x2 Steine da dazu, und hier ist ein 2x4 Stein drin gewesen. Der muss ja raus fürs Kabel, damit das Ganze hier hingeht. Ja, und damit aber das ganze Zeug stabil wird, habe ich die Batteriebox jetzt mit diesen 1x6 Steinen verbunden. Man könnte natürlich auch ein 1x12 nehmen, da hatte ich keinen da. Und dann baue ich das unten hin und dann das Gegenstück, und dann kriege ich das fest, was ohne diese Bauweise absolut nicht geht. Was auch ja in den anderen Reviews zu sehen ist. Der Brick4U hat da einiges geschrieben, und Pauls Klemmsteinwelt hat da was dazu gesagt über den Zusammenbau. Ja, wie gesagt, das sind so mal so die grundsätzlichen Dinge, um das zu zeigen. Und ihr seht auch hier vom Kabelverlauf, dass das Ganze einfach wirklich viel zu eng ist, dass es nicht so läuft und dadurch die ganze Haptik und die ganze Funktionsweise der Lok so stark eingeschränkt ist, dass es nicht funktioniert. Wenn ich stelle sie mal da innen drauf. Da sieht man es vom Radius her, wie stark die Lok einschränkt, wenn die um R40 Radius rumfährt. Jetzt geht es wieder ein bisschen einfacher, weil ja unten der Unterbau ist, weg ist. Und wenn ich das jetzt nach unten drehe, also die dreht wirklich so weit rein. Und nachdem ich aufgrund der Konstruktion hier keinen Platz für die Kabel habe, funktioniert es nicht. Fazit zu dem Ganzen. Es ist ein wunderschönes Standmodell. Die Lok schaut gut aus. Ich habe hier auch eine Kleinigkeit verändert. Die Stäbe sind normalerweise weiter zusammen. Da habe ich einfach die 1x1 Blades versetzt, damit es ein bisschen anders ausschaut. Wie gesagt, Fazit, als Standmodell schaut das Ding ganz gut aus. Für den Fahrtest ist es nicht so das Wahre. Wenn man Abstriche macht und sagt, naja, es ist halt so, wenn man so wie jetzt bei der Runde, die ihr gesehen habt, damit leben kann, es, was weiß ich, alle 2, 3, 5 Runden oder so einfach mal die Lok rausspringt, dann ist es okay. Ansonsten, ja, bin ich so rein als Fahrmodell nicht überzeugt von dem Ganzen. Ich werde es als Power-Up auch wieder ausbauen. Ich werde das Ganze für ein anderes Projekt verwenden und für einen anderen Zug, und dann wird die Lok erstmal stehen auf der Drehscheibe im Lokschuppen als Standmodell, und die Waggons, die bekommen dann halt, oder ziehe ich dann mit einer anderen Lok, mit einer anderen Dampflok. Ich hatte auch vor, das Ganze nur mit einem Motor zu betreiben und dann am dem Bauart-Up Hub einen Farbsensor anzuschließen, weil ich ja doch immer noch das Thema Automatisierung im Hinterkopf habe und in Planung habe. Aber das wird mit dieser Lok auch nicht funktionieren, weil ein Motor einfach zu schwach ist. Ja, das war es jetzt soweit. Wenn ihr noch Fragen zu dem Ganzen habt oder mehr wissen möchtet oder Details wissen möchtet, dann würde ich in euren, oder schreibt mir in den Kommentaren, dann würde ich das zusammentragen, und dann kann ich ja noch mal ein kleines Zwischendurch-Video drehen, wo die Problematik liegt oder wo was ist. Ansonsten, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Bleibt dran, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.